Grunde in diesem Video lernen wir das Fragewort wie und wir lernen, wie wir Sätze wie esse ich mit Messer und Gabel machen. Und jetzt, wie esse ich mit Messer und Gabel? Wie heißt sei? Esse ich heißt ekol. Dann nach dem Fragewort wie nutze ich das Verb ohne b. Sag einfach mit ekol. Das heißt, ich beginne das Verb mit einem a. Sei ekol. Und wenn du sagst sei ekol, du musst nicht hier das Personalpronomen ich verwenden, ja? Das heißt, du sagst direkt, wie esse mit. Ne? Im Ägyptischen sagen wir, wie esse ich mit Gabel und Messer. Nicht mit Messer und Gabel, sondern mit Gabel und Messer. Ich schreibe jetzt diesen Satz erstmal, sei, ekol. Mit Messer und Gabel, mit Gabel und Messer. Mit heißt Bill. Gabel heißt Schoke, Bill Schoke. Und heißt Tui. Danach Messer ist Sikina. Oder auch ohne Artikel, wo ist Sikina so, ne? Sikina. Sikina. Na? Im Arabischen dann, ich kann das jetzt in einer Tafel zum Beispiel so. So. Dann Ezei. Ekol. Ekol. Bil Shoka. والسكينة الشوكة والسكينة يا سو از ذا ارست ذات. Du kannst jetzt in Ruhe überlegen, wie du auf Ägyptisch sagst, wie esse ich Fleisch mit Messer und Gabel. Du kannst das Video pausieren und kannst versuchen, jetzt diesen Satz zu machen und dann bitte zurückkommen. Dann kannst du einfach gucken, ob du das richtig gemacht hast oder nicht. Ja? Du kannst jetzt pausieren. Ne? Wie esse ich Fleisch mit Messer und Gabel? Wie esse ich, haben wir gemacht? Sei ekul. Fleisch heißt Lahma, dann ازاي اكل لحمة بالشوكة والسكينة. ازاي اكل لحمة بالشوكة والسكينة. Ich bin Vegetarier. Es gibt hier eine männliche Form und eine weibliche Form. Wenn du ein Mann bist, du sagst أنا نباتي. Nebeti. So, Anna. Nebeti. Und eine Frau sagt, Anna Nebetiya. Anna Nebetiya. Dann ich muss jetzt die weibliche Form schreiben. Nebetiya. Anna Nebetiya. Ja? Nee, dann weiblich eine Nabatiya. Nabatiya. Wir lernen auch jetzt wir lernen jetzt wieso denn, ja? Wie kann ich jetzt sagen, wieso denn? Ja, ist hier. Wieso denn heißt sei yani, ne? Sei yani.
Wieso denn? Ist yani, so auf diese Weise. Ist yani. Zum Beispiel, wie esse ich die Suppe mit Messer und Gabel? Erstmal im Ägyptischen. Sei ekul, ischorba, bischoka, wissikina. Dann du sagst, ist yani. Schorba, bischoka, ne? Schorba, bischoka, wissikina, Suppe mit Messer und Gabel oder mit Gabel und Messer und so weiter, ne? Shukran, ma'a salama.